Und sie ist in dieser Form seit 78 Jahren olympisch. Eine Sportart, in der Technik, Haltung und Mut gefragt sind. Turner gelten als Einzelkämpfer, aber es geht auch anders. Bei Jugend trainiert für Olympia tritt eine komplette Mannschaft an. 5 Schülerinnen für und miteinander. Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden sind die Disziplinen. Die 4 besten Wertungen zählen für das Gruppenergebnis. Und zwar um den Bundessieg. Die Einzelleistungen der Mädchen können für ihre Zukunft trotzdem wichtig sein. Der Bundestrainer für den Nachwuchs ist nämlich da. Besonders die Berlinerinnen zeigen es mal wieder allen. Mit 250,650 Punkten ist das Schul- und Leistungszentrum Berlin auf Platz 1. Plätze 2 und 3 gehen nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Und diese Erfolge in der Gruppe zu feiern, ist doch sowieso viel schöner.